Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 148. Dieses Mal gibt's TVT auf der Map Heartbreak Ridge. Wir haben einmal mehr den deutschen Terraner hier in Gelb vom Team MTW. Es ist Naruto. Das ist wieder ein Replay aus 2009. Und sein Gegner ist eben ein Terraner. Das ist ein russischer Spieler hier in Weiß. Es ist Bratok. Und Bratok ist auch jemand, der schon mega, mega lange StarCraft spielt und auch immer noch spielt. Also StarCraft 2 in dem Fall. Bratok spielt, ich weiß gar nicht wie lange, aber auf jeden Fall seine ersten Turniererfolge sind in 2008 verzeichnet. Er hat damals die TSL 1 gewonnen, hat sich die witzige Russia dann auch ein bisschen vorgenommen, die nächsten drei Jahre, 2008, 2009 und 2010. Also er hat das Ding zweimal in Folge auch gewonnen tatsächlich. Hat sich die DreamHack Winter 2009 geholt, das Justin TV Invitational, er hat eine allgemeine WCG 2010, ist in die Round of 8 gekommen und musste sich da Jadon geschlagen geben. Also er hat richtig, richtig viel erreicht und hat es auch 2017 bei einem Moskau Offline Tournament von Mediamarkt hat er den vierten Platz belegt. Also obwohl er schon mehrere Jahre eigentlich aus Bruder raus ist, hat er es doch wieder aufgegriffen zu Remastered und dann auch konsequent mal in der russischen Szene wieder mal ein Zeichen gesetzt. Er ist also wirklich ein legendärer russischer Terraner, glaube ich einer der Spieler in der russischen StarCraft-Szene, zu dem man aufschauen kann, von wegen lange Karriere, erfolgreiche Karriere. Hat dann eben auch zu StarCraft 2 gewechselt, war da eigentlich von Anfang an dabei. Der hat 2010 hat er eigentlich parallel Blood War und StarCraft 2 gespielt und waren beidem gut. Also sein Talent für StarCraft muss man erstmal haben. Und wie gesagt, er spielt noch immer, er hat auch in StarCraft 2 immer noch kleinere Turniere geholt für die großen Erfolge, reicht es mir in StarCraft 2 nicht, aber ich weiß, dass er auch sehr viel streamt, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob er mehr Blood War oder mehr StarCraft 2 streamt, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ja, aber mal zu unserem Matchup, wie man die sieht, Naruto beginnt mit einer Proxy Rex. Holt sich hier das Gas in seiner eigenen Base mit zu, Bratok hingegen Rex in der eigenen Base, holt sich ebenfalls das Gas, Naruto muss natürlich dafür ein SCV-Safe losschicken und Bratok, die Chance, das zu scouten, ist sehr, sehr gering. Er wird das dann mitkriegen, wenn er merkt, hier in der Basis von Naruto steht keine Barracks. Dann weiß er die Sache, aber solange hat er eben keine Ahnung. Wir sehen, Naruto drückt er das noch weiter, momentan fehlt es natürlich komplett an Gas, das kommt ein bisschen verspätet, weil er eben die Ressourcen andersweitig investiert hat. Aber er hat natürlich auch das Potenzial für einen Bunker Rush, der ziemlich mächtig sein könnte, oder eben, was man hier sieht, man kann hier durchgehen. Man kann diese Minerals hier öffnen, das dauert ein bisschen. Denn da liegen mehrere Minerals übereinander, da muss man mehrfach das SCV drauf schicken, bis man alle Mineral Fields weg sind. Darum sieht das Feld auch so dunkel aus, weil eben mehrere Schatten übereinander liegen von mehreren Mineral Fields. Und die überlagern sich und werden dadurch dunkler. Und somit hier, das SCV versucht den Weg aufzumachen, damit Naruto wirklich schnell und heimlich seine Marines durchschleusen kann. Aber Bratok ist mit dem SCV jetzt in der Mainbase und er hat gesehen, dass er eben keine Barracks gesehen hat. Hier muss irgendwo ja ein Gebäude sein und Bratok findet das nicht, dass er weiß, dass er geproxied wird. Seine Reaktion bisher ist noch sehr, sehr ruhig. Er baut seine ersten eigenen Marines. Hat ihn in den Factory im Bau. Und Naruto, ja, er nimmt halt wirklich den langen Weg, der sehr, sehr lange braucht. Das ist die Frage, hat das Erfolg? Er hat natürlich dann auch einiges an Marines angesammelt. Baut jetzt hier auch seine eigene Factory. Die sollte Bradock auch dann schon gesehen haben. Sein SCV hat ein bisschen Schaden genommen. Er scoutet nochmal jede Ecke der Mainbase ab, falls er doch nicht gefaked wird. Aber nein, es ist eine Proxy Rex. Da kann er sich jetzt eigentlich absolut sicher sein, denn er hat so ziemlich jeden Winkel der Basis seines Gegners ausgescoutet und da gibt es keine andere Möglichkeit. Irgendwo muss die Barracks sein, sonst könnte keine Factory gebaut werden. Ja, mal sehen. Naruto, wie man sieht, er ist immer noch nicht durch. Hat seine drei Marines hier plus das SCV. Kann natürlich hier einen Bunker stellen oben auf Micron. Das ist ziemlich eklig, weil Zusatzrange für die Marines und dann auch Schutz. Da kommt man dann ziemlich schwierig hoch von Bradocks Seite aus, aber eben dazu muss Naruto erstmal hier durch die Logs durch. Die Barracks geht hier einmal auf Scouting-Tour und wir sehen, der ist der Vulture wird produziert hier für Bradock. Der kann sehr hilfreich sein. Ein Vulture kann Marines ziemlich easy abfangen, aber jetzt sind die Minerals endlich mal weg und jetzt kann es auch mal losgehen mit den Marines. Und der Naruto wird wirklich einfach nur einen Bunker stellen und Bratok, er geht schon. Geh mal ran an die Barracks, der SCV wird hier auch scouten, das wird nicht einfach mit Naruto hier diesen Bunker hinzukriegen. Ja, er hat natürlich die Vision mit seiner Barracks, das heißt, ja okay, er versucht das jetzt hier zu umgehen, wartet jetzt hier, baut einfach hier seinen Bunker. Der ist natürlich auch schön, denn der schießt auf die SCVs, falls wir hier rankommen. Trotzdem, Bunker, wie man sieht, ist noch nicht ready und das SCV ist gesniped. Also damit Narutos Taktik hier wird erstmal überhaupt nichts werden. Wie man sieht, die Marines wurden angegangen, Naruto hatte bei weitem nicht genug und dann wird er alles verlieren, die Marines verliert den Bunker. Und das ist jetzt eine richtig eklige Situation für ihn hier. Bratok in so einer viel besseren Ausgangslage, hat den besseren Tech, hat die besseren Einheiten, hat mehr SCVs, also alles gerade besser. Für den Terranen weiß ich, man auch sieht, die Nashville ist hier fröhlich im Bau.
Und Narutos Plan hat überhaupt nicht funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Hätte die Zeit gehabt, den Bunker fertig zu kriegen, dann ist das eine andere Geschichte. Dann mit einem Vulture und ein paar Marines ist es ziemlich schwierig, einen Bunker zu crushen, wenn noch ein SCV dahinter steht. Aber so war das eben eine leichte Aufgabe für Bartok. Er hat das easy hier gehalten. Und jetzt hat er das Spiel einmal im Griff. Und Naruto muss jetzt was überlegen, wie er weitermacht. Versucht er weiter aggressiv zu spielen? Versucht er Greedy zu spielen? Momentan baut er sich erstmal eine eigene zweite Basis. Und hat die ersten Vultures auch bei sich. Das heißt, er zieht jetzt erstmal mit der Economy mit, aber wird dann natürlich trotzdem den Nachteil haben. Man sieht, hier kommt der Move-Out von Bartok. Der kann auch noch hier so Stück für Stück die Barracks runterholen, weil die hat nicht mehr so viele Hitpoints. Die wird das nicht mehr allzu lange überleben. Und mit 4 Marines, das geht doch einiges an Schaden raus, wie man sieht. Und jetzt brennt die Barracks eben so Stück für Stück runter. Und Bartok wird damit kurz einen Prozess machen. Madison schickt jetzt seine Vultures weiter. Hat jetzt hier gleich selber eine Armory mit am Start. Kann also auf Upgrades gehen oder auf Goliath, je nachdem, was er spielen möchte. Da geht die Barracks dahin und damit auch Narutos Tech teilweise. Er hat nochmal, wie man sieht, 2 Factories angefangen, bevor die Barracks down gingen. Einfach damit ich die Gebäude noch stellen kann. Ja, und wir sehen, es werden direkt Goliaths produziert für Bartok. Währenddessen belagert eben die Natural. Naruto ist nicht gerade glücklich über sich selbst. Ja, und da geht es jetzt auch rein. Bartok natürlich kann jetzt hier komplett ausnutzen, dass er so viel mehr Einheiten hat, dass die Milizien mit dazukommen. Da kommt der Snipe auf das SCV, dass das Command Center baut und dass die Factories baut. Diese beide Factories hier bauen und da geht es jetzt hier ran. Da versucht Naruto mit allem, was an den Fassen hat, zu verteidigen. Kriegt dann eine ziemlich gute Defense ran, weil hier Bartok nicht vernünftig Fokus. Er hat seinen Marines nicht mit reingezogen. Seine Marines stehen einfach hier außen und werden es easy gesniped von den ganzen Vultures. Ja, das hätte besser laufen können, das für Bartok. Er hat natürlich 3 SCVs gesniped, 4 SCVs gesniped. Aber ja. Es wird alles aufgeräumt, Naruto stabilisiert sich hier, kann natürlich trotzdem seine Gebäude weiterbauen, seine Factories und sein Command Center. Das ist übrigens kurz vor der Fertigstellung, da fehlt nicht mehr viel. Währenddessen sind wir bei Bartok, sind die Goliaths unterwegs. Und er geht hier auf einen Starport. Die Doppel-Goliath-Produktion läuft ziemlich gut bei ihm. Und Goliaths, ja, gegen Vultures haben ein ziemlich leichtes Spiel. Fällt sich ähnlich wie mit Panzern, die Vultures machen einfach kaum Damage an den Goliaths und die Goliaths hingegen... Die prügeln ordentlich Damage raus, tanken auch einige Sekunden mit den 125 Hitpoints gegen die gerade mal 80 von der Vulture. Ja, Naruto wird es ja auch gleich sehen. Und hier noch schön gemacht, die Goliaths blocken hier, sind auf Full Position und mit dem Supply Depot zusammen kommen die Vultures hier nur schwer durch. Aber es gibt eben noch immer noch den Rückweg, den Naruto hier ausnutzen kann und wie man sieht auch ausnutzen möchte. Währenddessen geht er selber auf plus 1 Attack, hat sich selber eine Armory gegönnt, baut die eigenen Goliaths, baut einen eigenen Siege Tank. Ja, das sind hier mit Control Tower gerade unterwegs bei Bartok. Und ja, jetzt sind die Vultures hinten drin. Die haben keine weiteren Upgrades. Das heißt, Spider-Mines werden sie keine werden. Aber es gibt ein bisschen SV-Harassment. Aber die Goliath-Masse. Ja, kein Problem, das zu defenden. Naruto zieht sich auch richtig weit zurück. Das ist ein Fight, den er definitiv nicht gewinnen kann. Natürlich, was Naruto ein bisschen fehlt, ist der Scout auf den Tag von Bartok. Wenn das ein Bartok hat, hier gerade noch einen Scan abgesetzt. Also sieht, was Naruto hier treibt. Ja, Naruto ist halt auf Triple Factory. Hat jetzt hier seine zweite Basis so Stück für Stück. Am Laufen, bis er versucht, ins Laufen zu kriegen. Man sieht es, er versucht sich gerade durch die Barracks durchzuballern, die ihm gerade den Ausgang verwehrt. Das ist ein bisschen nervig. Währenddessen schießt der Marine noch fröhlich gerade auf das Command Center, aber macht da nicht genügend Damage. Vielleicht kriegt er das SCV mit ein bisschen Fokusfeuer. Es bleibt aber momentan dran. Aber nein, kein Fokus drauf und damit das SCV überlebt. Jetzt waren die SCVs geslidet und da kommt der Push direkt von Bartok. Er weiß natürlich, Naruto, dadurch, dass er hier Triple Factory ein Panzer baut, ein Upgrade geht, er hat das alles ja gescannt. Ich glaube, das war nochmal ein Bradock-Scan gerade. Er scannt hier nochmal die Mainbase. Er sieht natürlich, die Armory ist am Erforschen, die Factories hier produzieren Einheiten, die Natural ist gerade am Anbauen und Bradock hat eben immer noch einen Vorteil, den er nutzen kann. Und jetzt kommt ein weiteres wichtiges Tool mit dazu, nämlich Dropship. Einmal geht's rein mit den Goliaths in die Mainbase. Und ja, da kommt der Scan. Naruto selber kann hier noch gar nicht scannen, er hat keine Scanner-Station. Das ist erst da ziemlich blind. Bradock sieht da wesentlich mehr. Ja, dessen Naruto selber hat ein paar Vultures unterwegs, die könnten gutes Counter-Wrestling betreiben, aber natürlich viel Goliaths abzuwehren, sind gleich 7 Goliaths, das ist auch eine ziemliche Ausnahme. Narutos Siege-Modus ist nun lange nicht ready, seine Army steht komplett hier unten an der Natural und ja, da hat Bardock überhaupt kein Problem, irgendwelche Kills zu finden. Man sieht, da sterben die ersten 3 SCVs weg und die Goliaths haben hier ihren Spaß. Währenddessen das Dropship hat sogar noch, glaube ich, die restlichen Goliaths geladen. Ja, okay, die gehen ran an die Natural tatsächlich. Also wirklich, dass die an beiden Basen arrest wird. Die Goliaths in Mainbase werden gerade ihrem Schicksal überlassen. Der Naruto hat hier natürlich insgesamt mehr Army, aber da geht es mal auf die Barracks. Die Barracks wird gefokust, bleibt die am Leben. Die bleibt momentan am Leben, hat noch 60 Points und es sollte reichen für Naruto, das zu defenden. Aber wenn das fliegt eben an der Natural auch Mining Time, fliegt auch ein paar SCVs.
Bullets hier haben nicht viele Kills gesammelt, aber nerven einfach die ganze Zeit Dotus Mining, währenddessen komplett lahmgelegt. Braddock zu Hause kann einfach völlig weiterbauen, wie man sieht, hat zwischen 4 Factories davon 3 mit Machine Shop. Kann also jetzt hier eine richtig dicke Masse an Panzern bauen, kann sich hier Siege-Modus mit zuholen. Naruto versucht gerade wieder seine Basen, sein Mining vernünftig ans Laufen zu kriegen. Hat jetzt hier sogar die Gebäude gecancelt. Überraschenderweise, also Naruto hier will, glaube ich, einfach nur durchdrücken. Ja, man sieht, baut dreifach Panzer, versucht jetzt den Edge wieder zu nehmen. Scoutet nochmal die Umgebung ab mit den Goliaths. Dropship, nein, das ist nur noch ein Goliath, ein Einzelner. Das Dropship hat das wohl nicht überlebt. Und Naruto jetzt hier mit dem Move, ja, er will es jetzt hier wirklich wissen. Er will jetzt einfach alles nach vorne, denkt sich, ich habe jetzt eh nochmal so viel Mining Time verloren. Aber wir sind Braddock wieder mal am Scannen. Er hat es nicht ganz gesehen. Oh, doch, er hat es hier, glaube ich, gesehen. Er hat hier auch einen Scan hingesetzt. Mit diesen großen leeren Flächen, das sind die Scans. Und damit, ja, Panzer defensiven Positionen zusammen mit dem Dropship. Das sieht nicht gut aus hier für Naruto. Da läuft er halt direkt in eine Falle, wie man sieht. Der erste Goliath ist bereits weg und Naruto trotzdem. Er muss natürlich jetzt irgendwas tun. Da werden eigentlich nochmal die Goliaths ausgeladen und die drei Siege-Tanks hier im Siege-Modus. Die machen einfach so viel Damage an der Armee von Naruto. Es ist nicht so viel, was hier Braddock natürlich stehen hat. Und es reicht ja auch nicht ganz, um hier diese Armee zu defenden. Wie sieht Naruto, hat hier keinen Siege-Tank mehr übrig. Ist nur noch auf Goliaths und SCVs. Und Braddock hat dann halt drei weitere Tanks. Und da kommt Naruto hier einfach nicht durch mit der Armee. Der zieht auch bereits die SCVs zurück, weil man Preparen auf die Panzer funktioniert sowieso nicht mehr. Aber jetzt vielleicht nochmal die Option mit den Goliaths was zu machen. Es ist nur ein Panzer gesiegt, aber nein. Naruto, da, ja, kann er nichts wirklich erreichen. Naruto fragt, wer das wusste. Ja, Braddock hat halt die Doppel-Scanner-Station. Doppel-Comset-Station. Er kann problemlos hier scannen und Naruto im Blick behalten. Ja, damit jetzt natürlich Naruto nochmal weiter hinten. Weniger Economy, weniger Army. Wir sehen hier, ja. Die Goliaths holen sie auch noch einen Kill, plus 1 Attack ist drauf bei Naruto momentan. Er hat sich mal zumindest da einen Goliath von der gegnerischen Seite genommen. Braddock ist noch ohne Upgrades unterwegs, aber halt die Masse des Army Supplies, die spricht sehr für ihn. Er hat halt die Siege Tanks mit dabei, er hat die Dropships, mit denen er auch noch problemlos seine Army positionieren kann. Kann die Siege Tanks auch hier hochstellen zur Unterstützung. Die treffen nicht ganz so weit, aber das ist schon gute Unterstützung hier vom Highground. Und da kommt Naruto nur sehr, sehr schwer ran, also Braddock kann jetzt hier wirklich ausnutzen, dass er den besseren Tech hat und natürlich auch die größere Army. Seine besser laufenden Two-Base. Wieder mal Scans werden gezündet von Braddock. Ich glaube, jetzt wird wieder die Main-Base-Überwachung sein. Ah, das ist die falsche Vision. So rum. So müssen wir die Vision regeln. Okay, einmal hier oben wurde noch kurz ausgeschaut mit dem SCV. Hier drüben wird die Wall wieder zugemacht. Da kommt nochmal ein Scan hier vorsichtshalber, um zu gucken, ist da was auf Myground. Aber nein, da ist nichts auf Myground. Da wird das Panzer stehen unten. Und jetzt hier 4 Siege-Tanks und auf Wiedersehen SCVs an der Natural. Die wollen jetzt einfach nur leiden. Naruto, was kann er bloß dagegen machen? Er hat hier nicht die Army, um eigentlich wieder hochzufinden. Er hat keine eigenen Dropships, das heißt, er kriegt keine Einheiten hier hoch und jetzt ist seine Netzwerk quasi out of order, kann nicht weiterarbeiten, wie man sieht, es ist das Gas auch noch in Range, das heißt, da geht gar nichts für Naruto. Und ja, das wird schlimmer und schlimmer mit jeder Minute für den Terran und Gelpi, wie man sieht, massiv übersaturieren jetzt natürlich alle SCVs reingezogen in die Mainbase. Aber was will man tun? Naruto hat wirklich nicht die Möglichkeit, hier diese Panzer zu crashen. Der versucht da reinzulaufen durch diese Engstelle auf den Highground hoch, das wäre einfach absolut eine totale Zerstörung seiner eigenen Armee, ohne Großes zu erreichen. Und das sieht man auch, Naruto schickt mal seine eigene Armee weiter raus. Vielleicht kann er da noch was abfangen von seinem Gegner, aber die Armee von Braddock, die ist halt auch schon ordentlich. Ich glaube, er wird auch bald eine dritte Basis nehmen. Ja, der nimmt hier gerade schon eine dritte Basis ab. Naruto ist tatsächlich dran. Mit dem Vulture kann er zumindest das SCV abfangen und die Basis canceln. Wenn das nicht hier kommt, der Push, nimmt auch noch ein paar SCVs raus. Also da kriegt Naruto gerade ein paar Einheiten geschenkt. Problem ist, die Masse, die hier anrollt, zusammen mit den zwei Dropships wieder beladen mit Einheiten, das sind halt so viele Siege-Tanks. Da ist bereits der Siege zuerst da für Braddock. Und Naruto kann hier diesen Fight gewinnen. Ich sehe nicht wirklich viele Möglichkeiten, wie da kommen. Die Dropships droppen natürlich die ganzen Goliaths zwischen rein, zwischen die Panzer, damit die auch ja keine gute Shots auf die gegnerischen Panzer machen. Ja, und da wird Naruto einfach abgeräumt. Haut das Shichi auch raus und damit hat sie das Thema erledigt. Und ja, da hat Braddock einfach auch gut die Kontrolle über dieses Spiel behalten. Hat natürlich nach dem ja, gehaltenen frühen Push von Naruto, von der gehaltenen Proxy Rex, dem gehaltenen Poker Rush, hatte Braddock den Vorteil. Und wie man auch sieht, gerade die Scans waren sehr wichtig. Er hat halt ständig gewusst, was Naruto treibt, wie er aufgestellt ist. Und dann eben mit den Dropships, mit dem Tech-Vorteil, konnte er sich easier das Harassment rausholen und damit dann auch diesen Win hier klar machen. Ja, wie gesagt, Braddock ist jemand, der seit Jahren richtig gut ist. Nämlich wirklich einer der stärksten, also zumindest auf jeden Fall einer der stärksten russischen Terraner und auch russischen Spieler allgemein. Und ich glaube auch im europäischen Vergleich ist er da einer der stärksten mit unterwegs. Ja, das war Replicast 148. Muss gerade ein bisschen kürzer treten, denn die nächsten beiden Tage gibt es jede Menge StarCraft 2 Livecasts. Das sind wieder die Challenger Qualifier. Und da, ich weiß nicht, ob ich EU und NA mache. Ich weiß nicht, wie sehr das mein Schlafrhythmus überlebt. Aber auf jeden Fall, da bin ich im Generellen sehr viel live. Und könnt ihr ja gerne reinschalten, wenn ihr Zeit habt.
werde das vielleicht morgen auch noch erwähnen. Wobei, ich weiß nicht, kommt das noch rechtzeitig? Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Auf jeden Fall, die nächste Zeit ist Streamen angezeigt. Die nächsten 2 Tage auf jeden Fall. Also heute und morgen, wenn ihr das jetzt seht, glaube ich, ja, müsst ihr hinkommen. Und danach versuche ich wieder ein bisschen die Replay-Caster wieder aufzustocken. Jetzt die nächsten Replays werde ich, denke ich, ein bisschen kürzer treten. Einfach, ja, Zeitmangel. Bisschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.